Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde CSGO Battle Royale. Solo Queue. Also heute spielen wir allein eine Runde Battle Royale. Beim letzten Mal war uns das Glück leider nicht so hold. Mittlerweile habe ich auch schon ein paar davon gewonnen, eigentlich sogar alle. Einmal, also mehrmals. Weiß nicht, mehrmals glaube ich sogar schon. Also Single habe ich schon gewonnen. Duo und auch Team, also Squad. Ist natürlich auch. Das Accomplishment ist jetzt nicht so riesig wie bei einem Spiel mit 100 Teilnehmern. Es sind halt nur 16 Teilnehmer einfach. Damit ist es halt auch einfach die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass man hier irgendwann mal was gewinnt. Ja, naja. Wir werden sehen, wie es jetzt läuft. Ich hoffe, es läuft ganz gut. Ich werde mich nicht direkt blamieren beim allerersten Gegner. Das wäre natürlich doof. Genau, und eigentlich wollte ich jetzt ein bisschen über die Zukunft von CSGO reden. Was denn die Zukunft von CSGO im Jahr 2019 für uns bereithält? Oder was CSGO für uns im Jahr 2019 bereithält? Das ist ja, sagen wir so, es sollte uns alle interessieren, die wir CSGO spielen, was denn aus dem Spiel jetzt wird. Genau. Und da habe ich zum einen mal, bin ich der Meinung, dass es, ich habe mir hier ein paar Notizen zumindest gemacht, an denen ich mich langhangeln kann, damit es nicht ganz so chaotisch wird. Zum einen neue Operation. Bin mir ziemlich sicher, es kommt jetzt bestimmt wieder im Frühjahr eine neue Operation. Auch wenn die jetzt noch nicht offiziell angekündigt wurde. Okay, diese überaus lauten Soundfiles sind aber auch neu reingepatcht worden, wa? Genau, also neue Operation, neuer Content. Map Remake. Map Remake kommt bestimmt auch. Ich weiß noch nicht für welche Map. Vielleicht für Mirage, vielleicht für Cache. Ich bin mir nicht sicher. Mal sehen, was da denn wird. Mit einem Map Remake. Ich bin gerade ein bisschen nervös hier, ne? Oh, was? Fuck, da ist ein Spieler. Ich habe ihn gesehen. Fuck you. Nein, da kam sein Kollege. Oh. Damn it. Das war nicht gut. Also, ja, sein Kollege. Es war halt noch einer. Oh, es ist so tragisch. Gucken wir uns diesen Kill an. Ist halt wieder so unlucky. Ich wollte mir gerade in die Heilung reinböllern. Da kommt der natürlich. Der alte Abstauber. Ja, gut, wir sehen uns gleich auf jeden Fall in der zweiten Runde Battle Royale. Und ich muss ja noch ein bisschen weiter quatschen hier. So, da sind wir auch schon wieder in-game. Und ja, wir hatten über ein Remake gesprochen. Zuletzt gab es ja das Cobblestone Remake. Mal gucken, was jetzt als nächstes für Remake kommt. Wahrscheinlich Mirage oder Cache. Wo Cache hat ja auch schon ein kleines Overall mal bekommen. Wir werden sehen. Dann als nächstes 128 Tick-Server. Das wäre doch mal was. Das wäre doch super, wenn Valve jetzt sagt, hey, Leute, ihr kriegt endlich genauso wie ja, ich glaube, China hat das schon, 128 Tick-Server. Das wäre doch eine tolle Ankündigung auch endlich für den
Für alle anderen Serverregionen, für amerikanische und europäische Server. Dann als nächstes Mal auf der Map, das wäre glaube ich das kleinste Feature, was sie mal weggepatcht haben, warum auch immer, ist für Caster natürlich nicht so schön, dass es jetzt nicht mehr möglich ist. Aber ja, das wäre cool, wenn sie das endlich wieder einführen würden. Genau, und als nächstes haben wir noch Skins, neue Skins. Was kommen für Skins? Kriegen wir Fortnite-Ganzkörper-Skins? Das wäre doch mal... Das wäre doch mal eine Sache. Weil jetzt haben wir schon die Handschuh-Skins. Wie weit sind wir da noch entfernt von, anderweitig aussehenden Skins? Ich denke, das kann gut kommen, dass es dann heißt, jo, wir haben jetzt schöne neue bunte Helme oder sonst was. Wie das dann angenommen wird von der Community ist natürlich was anderes. Natürlich will man eigentlich nicht, dass CSGO da so ein bisschen mit in diese Kinderschiene reinfährt wie ein Fortnite zum Beispiel. Aber es ist ja immerhin im Bereich des Möglichen, denn es generiert Geld. Und Geld ist ja in erster Linie für Valve ja nichts Schlechtes. Alles meins. Ja, genau. Und dann noch neuer Battle Royale Content. Das wäre noch eine Sache. Wie sieht's aus mit neuem Battle Royale Content? Kommen neue Maps? Neue Waffen? Ich weiß es nicht. Und, was auch noch wichtig wäre, kommt ein Battle Royale Matchmaking? Wird es sowas geben? So Matchmaking für Battle Royale, Rangstufen, Seasons, wie vielleicht bei anderen Spielen? Das war jetzt schade. Das war nicht gut von mir. Ja. Zwei eher unterwältigende Partien Battle Royale. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal bei CSGO. Ich weiß nicht, Battle Royale oder Danger Zone? Sagen wir CSGO, Battle Royale. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Wenn ihr Anmerkungen, Fragen oder Ideen habt, schreibt sie in die Kommentare. Den Uploadplan findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und falls euch das noch nicht reicht, folgt mir auf Facebook oder Twitter unter @rbricci.